Ja, auf geht's zur nächsten Kampagnenmission. Sturmflut. Oh, wird bestimmt nice. Das Spiel ist sowieso nice sein. Ich hoffe mal das Bett nicht mehr. Na, jetzt? Was? Ist hey, ins jetzt. Bett? Komm mal aus dem Bett. Die Uhrzeit gehe ich nicht ins Bett. Da stehe ich gerade erst auf. So wie das im Block halt ist, ne? So. Ja, dann starten wir. Wenn man im Block wohnt, dann weiß man, wann die Leute aufstehen. 22 Uhr stehen sie auf und um 0 Uhr sind sie in der Disco. Chrome Hell and High Water. Hard Rain, gab's doch nicht mal einen Film, Hard Rain mit Steven Seagal? Ich glaube ja. Hard Rain war nicht mit Steven Seagal. Ein Signal? Womit? Morgen Freeman. Oh, guck mal, ihr lebt wieder. Überläuft. Du hast die Waffen, Mensch? Ich? Bin ich Robin. Jetzt Waffenmeister? Robin. Wer denn sonst? Die Tankstelle ist gleich hier über die Straße. Wir hätten schon längst hin und zurück sein können. Na los. Aha. So, was nehmen wir hier? Ja? Der mich an Half-Life. Greif mir ein Glas Kotze. Da gibt's noch ein paar Knarren oder was? Kotzgeschoss! Lade nach! Kotzgeschoss, Alter! Komm her! Die dusselige Kuh stellt sich da in so breit. Was du denn hier? Au, au, au. Munition! Hier gibt's Waffen, oder? Jawohl. Na, erstmal eine kleine Shotgun, Alter. Irgendwas Dickes. Erwischt. Erwischt? Ha? Kartell Diesel. Was Duracell Diesel? Elektro-Truck, Alter. Granate? Molotov. Molly, Alter. Lade nach! Trägt euch den Weg gut ein. Hier kommen wir später wieder lang. Ja, wieder lang. Ach so. Erstmal rein und dann wieder raus. Ja, das ist noch ein Kapitel, Alter. Langes Buch. Ja, das war klar. Lade. Aufpassen. Oh ja, das regnet. Über den Spielplatz. Oh, Scheiße! Ich lade nach. Oh, schön die Birne wird geknallt, Alter. Haha, daneben gesprungen. Lade nach. Lade.
Lade nach. Ich höre eine Wutschreie. Lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. Boah. Ich hoffe, dass das war ein Versehen. Ich brauchte bloß einmal kurz am Sack rollen, dann liegst du da. Gib mir Deckung, muss mich beatmen. Jetzt geht's mir gut. Also hast du aber Kopfhörer auch über genau, wo die herkommen. Also haben sie wirklich geil gemacht, die Soundkulisse, Alter. Defibrillator. Merkt euch, wo die Munition versteckt ist. Vielleicht brauchen wir die auf dem Rücken. Munition? Wieso war denn die Munition, Alter? Keine Ahnung. Munition. Wo hier in den Wohnwagen. Lade nach! Ah, scheiße. Man, die Alarmanlage nicht irgendwie ausschieben hier. Okay. Los, durch den Flur. Los, aber ich brauche neue Munition. Hier sind Waffen. Wunderbar. Narren, Vorsicht, Vorsicht. Oh shit, wieder ein Dicker. Hey! Hey, Schnauze. Muss laden. Du kannst das sicher besser gebrauchen als ich. So. Wenn es reicht. Geht's noch? Du schießt auf mich, Mann. Lade nach. Lade. Lade nach. Lade nach. Hey! Vorsicht! Jawohl. Oh, oh, oh. Jawohl. Schutzraum? Da oben, ja? Ich lade nach. Lade nach. Lade nach! Jawohl, harmlos. Das hilft weiter. Halt, Leute, muss mich verarzten. Schon viel besser. Hey, jetzt ist Schluss mit lustig. Puh, ist Schluss mit lustig. Ich finde, der Spaß gerade ist an. Ja. Jetzt kommt die Zuckerfabrik. Okay. Warum stelle ich mir denn hier Bier auf den Tisch? Ne? Schluss mit lustig. Ja. Der Hilfenmädel. Schluss mit lustig. Ist eigentlich nur ein Clown oder machen das auch Frauen? Das reimt sich sogar. Gibt's auch einen weiblichen Clown? Ich weiß das gar nicht. Ich hab ihn nie gesehen. Ja,
wenn wir sicher brauchen. Hm, stimmt. So, unter der Maske können sie auch nicht verfehlen. Ein Kit-Kat-Club, Alter. So. Gibt noch mehr Verbandszeug, wenn wir den Drehen. Eine Binde anlegen. So. Und ist gut. So. Das ist geschafft, ja. Sehr gut. Wunderbar. Das brauchen wir nicht. Auf der Straße kommen wir nicht weiter. Durch die Zuckerfabrik. Zuckerfabrik. Gib dem Affen Zucker, Alter. Hier rein. Kettensäge. Oh, die ist gut, Alter. Die hätte ich auch gerne, Alter. Kann man nicht mehr gut gebrauchen, Alter. Nehmen wir Logo. Ach, hier ist noch eine oder was? Ich nehme die immer gerne als Nahkampfwaffe. Vor allem, wenn viele Zombies immer hier rumstehen, dann kann ich sie alle wegnehmen. Hey, du Arschloch! Schau dir die Zunge ab, du! Ach du Scheiße! Muss laden! Danke, ich schuld dir was. Vorsicht! Es geht mir gut. Ich lade nach! Noch eine. Lade! Pillen oder was? Voll, ja, mach mal Pillen. Danke, Piss, ja. Oh nein, ciao, ciao. So, oh, das war mal einer. Und Jude. Noch einer. Der ist auch weg. Halt, Leute, muss mich verarzten. Oh ja, das geht durch und durch. Na wunderbar. Was ist denn hier, Alter? Da ist ja noch mehr Hexer, Alter. Jo, schuss aus. Noch irgendwo eine Witch. Nö, dann müssen wir weiter hier. Erwischt. Ja. Die Rampe hoch, ja. Na, wenn es regnet, muss ich an dich denken. Blöder Bastard, du kannst mich nicht ablenken.
Ja, soll da hoch, ja. Hey, du Arschloch! Hey! Weg damit! Hey! Weg damit! Danke, Bastard, Alter. Noch eine Witch. Noch eine Hexe, ja, das ist ein Hexenhaus hier oder was? Und die Fans und Rede oder was? Ja, genau, Alter. Das ist gut, ey. Mal greifen die mich an, ey. So. Immer auf die Kleine. Hast du noch Heilmittel? Nee. Gar nichts mehr. Da gibt's Duracell-Zucker. Das Wasser sammelt sich. Wasser sammelt sich. Hier im Tümpel hier oder was? Da läuft noch eine Witz, ich geh kaputt, ey. Schreck auf Ball, ich brauch ein Medikit. Was soll denn das jetzt hier? Nur, dass es jemanden interessiert. Ich bin dabei zu sterben. Wo ist sie? Wo ist sie? Du alte Schlampe, du! Komm her! Ich hab was für dich! Boah, die können ja einstecken, Alter. So, das war mal. Rochelle macht's Licht aus. Na wunderbar. Ja, super. Das war's. Außer ihr habt einen Defri. Au, du Arschloch! Nein! Charger. Was ist das da hinten? Ey! Lade nach! Lade nach! Ach du Scheiße, und wo bist du jetzt? Der Tod? Du sollst jetzt ein riesen Battle geben, ey. Kann ich dich nicht wieder einladen? Nee. Ah, Scheiße. Du musst mich aus einer Hütte rausholen. Ja, aber hier ist nirgendwo eine Hütte. Würde er mich anzeigen. Da ist noch eine Hexe, ich werd bekloppt, Alter. Moment mal. Mal gucken, ob ich dich hier irgendwo sehen kann. Was ist denn hier? Na, eine Etage tiefer liege ich. Aha. Aber ja? Ohne Defri bringt das nichts. Doch, wenn ich die Tür da aufmache, du bist da irgendwo eingesperrt. Hä? Nein, ich lieg tot eine Etage tiefer. So. Na gut, dann geht das jetzt nicht anders. Fertig. Super, Alter. Ey! Arschloch, du! Boah! Der hat den ganz runtergerissen. Ja, der Nick ist auch am Arsch. So, der Fahrstuhl ist gleich da.
Sag mal, werft mich denn hier mit der Zunge oder was? Alice ist auch fest. Alice ist leider gut. Oh, der hat noch den Platt, ja, das mir keine Hilfe. Ich hab noch so viel Lebensenergie, ja, der Tod. Toll. Ja, da müssen wir mal. Wie vorhin. Ist ja auch perfekt. Ja, ich hatte halt kein Medi hier. Ist halt blöd, die wachsen nicht hier heilen, einfach machen. Ja. Aber wer hat mich denn hier mit der Zunge, Alter? Da hinten ist halt die Drecksau. Naja. Ja, bin halt dann verblutet, ne? Kein Medi mehr hatte. Ja, mach dem Elend jetzt endlich hier ein Ende, Mann. Schwuppel. Der kann einstecken, Alter. Ja, Neger, jetzt hilft der dicke Pimmel auch nichts mehr, ne? Ja, macht er. Hier wieder im Schutzraum. Tabletten gibt's einen größeren Pimmel oder was? Viagra hier oder was? So, will die Pumpe haben. So, danke. Gibt's hier einen Defi hier? Defi gibt's, aber dann kann ich keinen Medipack mehr mitnehmen. Dann muss mich jemand anders heilen. Egal, gibt's hier noch ein Medipack? Elektroschocker hier. Ja, dann heile ich mich erstmal. Ja, 100% mal heilen, ja. So, ich kann nicht heilen, also. Jetzt geht's mir gut. Defibrillator ist immer gut. Eine Elektroschocker. Wenn wir im vierten Stock sind und willst ganz da hinten auf dem Boden, dann können wir dich natürlich nicht heilen. Darunter springen wir nicht tot. Das ist schon oben geladen. So. Arschlöcher hier. Lade nach! Ah, oh, jetzt doch wieder irgendeine Hexe. Du hast so viel Lebensenergie, das ist echt scheiße. Aber die Level werden sowieso, glaube ich, das Gefühl habe ich, die werden immer schwerer. Von Buch zu Buch hier. Ah! Komm raus! Komm raus! Hey, was soll denn das? Hey, was soll denn das? Lade nach! Komm, fragen, du alte Schlampe. Hat es nicht zum Reden gemacht, der ist ein Schwänzelöffel gemacht. Frische Schwänze, Negerschwanz hier. Na gut, Neger nach Deutschland gekommen. Gibt so ein 200 Seitenbuch hier. Ich weiß nicht, ob man das kaufen kann, Alter. Da steht drin, 2050 hat jeder Deutsche Migrationshintergrund. Das wissen die hundertprozentig, Alter. Also die deutsche Frau soll für den Neger die Beine breit machen. Auf die Deutsch gesagt. Oh, schöne Sonne hier. Hat sich Migrationshintergrund. Boah. Ach ja, Mensch! Ich brauch mehr Muni! Ja, das kam genau rechtzeitig. Das Buch würde ich gerne mal wissen, ob man das kaufen kann, 200 Seiten. Leute. Mensch, ich muss nachladen, du alte Schlampe! 2020 hat wieder Europäer, wir reden ja nicht nur von Deutschland, wir reden von Europa. Bei Afrika warten auf 120 Millionen. Aber da kommt was auf uns zu. Wir glauben 1 Million, das war's, Alter? Nee, das war's noch lange nicht. So, heilen die mich jetzt oder machen sie es nicht? Ja. Ich hab nur Painkiller. Ja, wunderbar. Das ist ja alles noch Pillepalle hier. Sau hier.
2050, wie alt bin ich da überhaupt, Alter? Super, Waffen! 30 Jahre weiter. 66, Alter. Ich lade nach. Ich bin mal gespannt, ob die deutschen Frauen alle Bock haben, die Beine breit zu machen. Ja, wir können so gerade, Alter. Ficky, Ficky, Alter. Hä, Ficky, Ficky? Bist du Ficky, Ficky? Ich hab hier Ficky, Ficky für dich, du Arschloch. Ich will mal wissen, ob Angela Merkel dann auch mit Migration. So, die alte Bitch, die können wir gerne kommen, Alter. Da hinten steht's. Da hinten ist die alte Fotze. Na, warte. Joll. Lade. Ganz schön viele Witches unterwegs, ja? Lade. Die Bitches, Alter. Bitch-Nigger, Alter. Lade nach. Lade nach. Oh, noch Charger, Alter. So dann. Da kommt er. Lade nach. Ja, das war gut. Ja, die haben 200 Seiten Manifest geschrieben. Also da ist alles drin, wie es in Deutschland weitergehen soll. Lade. Das Buch hätte ich auch gerne mal. Ich glaube, das würde ich mir sogar durchlesen. Lade. 2050 gibt natürlich auch eine Rente, ne? Das ist klar. Muss laden. Ja, Hartz IV. Dann sagt Angela Nahles, du musst ja nur bis 2050 arbeiten. 45 Jahre arbeiten, denn geht's gut. Oh nee, das sind gleich zwei. Alte Fotze, du. Komm her. Lade nach. Stell dir das? Lade nach. Noch eine. So. Sauber machen hier. Das wird doch ein bisschen dirty hier. Das Wasser sammelt sich. Dirty. Super, ey. Lade nach! Hier sind Waffen! Kettensäge. Ja, wunderbar. Fällt mir, wo ist sie denn? Hast du sie oder was? Ja. Hier, liegt sie doch. Im Boden. Ja, wunderbar. Spann mal Sprit hier. Ich nehme die Pillen hier. Waffen hier drüben! Oh. Na gut. Noch ein Charger. Am besten runterkommen lassen, oder? Ja, klar. Komm, 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 komm. Okay, er will nicht.
Da ist er. Wo rennt ihr denn jetzt hin? Schmeiß die Scheiße an hier! Pass auf, wo du hinziehst! Ja, ist ja gut. Gestreut ein bisschen. Ich kurier dich. Dafür sind Freunde ja da. Oh ja. Okay. Jetzt müssen wir langsam hoch. Mal gespannt, wann sie die Grenzen wieder dicht machen. Die Grenzen müssen ja offen bleiben. So auf der Welt einmalig, aber die Grenzen müssen offen bleiben. Ich dachte, wie heißt sie? Ursula von der Leyen. So ein Ding. Was auch keiner weiß, Alter, Öl gibt's ja ohne Ende. Ne? Man wundert sich immer, warum der Sprit nicht teurer wird. Die haben ja so viel Öl auf den Tankern liegen, da überall im Meer. Ich weiß gar nicht, wohin damit, Alter. Passiert. Und Dubai ist auf Öl aufgebaut worden, ja? So, in 2 Jahren kann's abreißen. Kann's abreißen. Ja. Der Schluss wird lustig, Alter. Arschloch. Ja, an die Moslems mal ein bisschen Öl und können sie nicht mehr verkaufen. Keiner will das Öl haben. Wir du weißt mehr bauen. Das Öl will keiner mehr haben. Ich bin überall. Scheiße, wir haben keine Wirtschaft. Müssen wir wieder auf Eseln reiten. Schade. Und Kamele haben wir auch noch. Esel und Kamele. Aber keine Wirtschaft. Mach die Lampen aus jetzt. Na gut, dann machen wir die Lampe aus. So, komm her, du Schlampe, du. Na komm. Das sind 2. 2? Kein Problem, hier mit Kettensäge. Erinnert mich hier ein bisschen an Bad Maisfeld, ja? Da ist es. Oh, das war eine Witsche, ne? Geht mir eine Kettensäge hier wunderbar, ne? Oh, jetzt hat sie mich doch mit mir gestreckt, ne? Hast du endlich ausgeschlafen? Komm, wir brauchen dich. Okay, danke. Und ja, das soll die dritte Säule. Los, weiter! Richtung Schild! Weiter! Wo ist die Kettensäge? Muss vorlaufen. Ja, das war die Bitch. Die alte Bitch, Alter. Bitch nigger, Alter.
hat einer bei Domian angerufen. Haben wir bei YouTube angeguckt, der sagt, wohin willst du auswandern? Nach Russland, sagt er. Heißt, du, so. Nach Russland, da hat der Neger nicht zu lachen, Alter. Wieso, das ist doch eine Diktatur, da kannst du doch nicht hinziehen. Amerika ist auch eine Demokratie. Domian, eine Hure, ja? Also, dass der einen Arsch breit macht, das hätte ich mir schon gedacht, ja? Da ruft der Papa da an und sagt, ja, meine Tochter, die hat jetzt mit 16 Jahren, kommst du mit dem Neger nach Hause? Und sagt Domian, wieso, mit 16 kannst du dir selber entscheiden, ob du die Beine breit machst. Der sagte, das ist mein Kind. Ja, dein Kind kann selber entscheiden. Ist das eine Hure, Alter. Der redet sich da am Kopf und Kragen. Alter, der Vater hat Probleme. Ja, da kommt ein Neger mit nach Hause. Der ist im Kinderzimmer mit so einem riesen Pimmel. Kriegt er da die Tochter durch. Und Domian sagt, ja, das entscheidet die Tochter. Das ist Demokratie. Ein Bastard, raus, Alter. Was? Ein Bastard, Alter. Jetzt sagen wir, wir gehen so wieder raus, wie wir reingehen. Also. Kommt wahrscheinlich, wenn man jeden Tag einen Schwanz hinter den Arsch reinbekommt, dann kommt aus dem Mund nachher nur noch Scheiße raus. Und der hat den Neger voll zusammengeknüppelt, Alter. Hat ihm voll die Fresse poliert, Alter. Herrlich. Du, Mia, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht einen Neger auf die Schnauze hauen. Los. Hey, aber der darf seinen Pimmel in meine Tochter reinstecken. Lade. Damit meine Tochter einen Migrationshintergrund hat. Ehrlich. Echt ehrlich, Alter. Wo müssen wir denn jetzt lang? Lade nach. Wenn sie dort spielen, was Stunden auf, Alter. Das sind Arbeitszeiten, Alter. Ah, der Regen wird immer stärker. Widerlich, so auf den Mann zu reiten, Alter. Der reitet sogar auf Männern, Alter. Wieso, wir wollen doch nicht wieder durchs Maisfeld durch, oder? Das geht jetzt schon. Rotlose. So, hier ist ein fetter Zaun, hier geht's nicht weiter. Das ist so wieder in die Fabrik. Warum sind wir jetzt hergekommen? Lade. Lade. Lade nach. Ich lade nach. Lade nach. Also der geilste Neger ist Bushido, Alter. Ne? Und Farid Bang, Alter. Grüße gehen raus an Farid Bang und Bushido, Alter. Der Gangster, der ist sowas von gefährlich, Alter. Lade. Den auf der Straße siehst, Alter, da musst du abhauen. Das hält sich aus, Alter. Lade nach. Da haut jeder Hells Angel ab, Alter. Wenn Bushido kommt, Alter. Okay, ich glaube, da sitzt oben auf dem Fahrstuhl. Papa wartet oben, Alter. Also, wie gesagt, nochmal, wenn ihr Bushido-Fans seid und so eine scheiß Mucke hört als Deutsche, dann abonniert bloß nicht meinen Kanal, denn da liegt genau verkehrt. Alter. Wenn dann eine Tochter einen Migrationshintergrund hat, dann ist abonniert bloß meinen Kanal. So. Also wenn, dann bitte schön böse Onkels, ja, nichts anderes, ja. Aber nicht diese marokkanischen Neger da, diese halben Neger da. Lade nach. Wenn du so ein Poster an der Wand hast, dann kannst du gleich vergessen. Oder wenn du schon einen Migrationshintergrund hast, dann
ist abonniert gut mein Kanal. Das ist hier genau gefährt. Ja, ich bin den ganzen Weg wieder zurück, das haben sie ja vorhin gesagt. Na toll. Alter. Da kann ich nicht runterspringen. Da laufen. Ich hab los. Oh nein! Boah! Hardcore! Du bist ja Hardcore, Alter! Für mich war's das. Wie ihr da seid. Wichser, du! Du blöder Wichser, Alter! Du auch, Alter! So, Ellis, jetzt muss es reißen. Alter, das wird noch ein bisschen länger gehen, das wäre. Ich kann's voll vergessen, Alter. Tanker, ne? Ja, wenn der mich nicht komplett bis runter gerissen hätte. Na ja, gut. Das war der Mexikaner, Alter, mit der Machete. Der sagt sich auch, wenn die Neger sich damit besser stecken, dann komme ich mit der Machete. Der Neger hat in Amerika gar nichts mehr zu lachen. Ja, schnell mal lieber ein Daisy mit. Alter. Gestern erst wieder angeguckt, ey. Nimm mir den Vibrator hier mit, Alter. Ja, also weltweit haben wohl die Amerikaner die Hosen an, ja. Brauchen wir hier von Afrika gar nicht sprechen, ey. Lade nach! Ihr knüppelhart, Alter. Da kann der Boot bald zu uns kommen, ja? Zurück durchs Feld! Wieder zurück, ja? Das ist ja alles noch harmlos hier. Na gut, dann mal durch hier. Das ist gestrüpp, Alter. Ich komme nicht hier mit irgend so einem Neger hier, da reicht mir jetzt schon. Bushido oder irgend so eine Scheiße, Alter. Der Gangster, Alter. Einmal sogar hier, wo ich wohne, Alter. Da läuft hier einer lang, Alter. Ich denke, was ist da los, Alter? Der hat ein Smartphone. Alter. Der Fat Gangster Rap aus Berlin, Alter. Meint, er ist hier der große Held, ein Elberfeld. Oh. Komm her, du Arschloch! Schwuchtel, Alter. Rein hier. Rausgucken. Mein böser Onkel, Alter. Böser Onkel hat einen Migrationshintergrund. Nur über meine Leiche. Komm her, du Arschloch! Ja, ich hab was für dich! Komm her! Jetzt noch mehr 10 Schuss, Alter! Das war's mal. Noch einer, Alter! Lass ihn in Ruhe hier! So. Die beiden sind schon mal weg. Hätten sie hier, glaube ich, auch noch. Hat sie richtig Action wollen, Alter. Das Wasser steigt schief. Was? Da unten kommt noch ein großer, Alter. Eieiei, lass mal runter. Nein, so nicht. Genau so nicht. Nein, der hat die Zunge hier geschmissen. Ja, dann komm, nicht da runter gucken. Komm, der Große hier. Lass mal lieber schnell runter hier. Bis zusammenbleiben da unten. Ganz runter. Ah, das Wasser ist gestiegen, ja. Lade. So, ich glaube, wir müssen hier hoch, also. Los, über das Silo. Über das Silo, ja. Der Sturm, ja, ach ja, die Sturmflut. Ei, 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 ei.
geil, Alter. Alter Schwede. So, ist hier oben los, Alter. Das ist ein bisschen anderer Weg. Also das hämmert auf Sätze. Übelst so. Jockey. So, hier runter, ne? Oder? Dann geh ich mal. Hier gibt's eine Bratpfanne, weil es Zähne braucht. Ja, drauf. Super, Alter. Warte mir noch ein Spiegelei. Hab sowieso so eine riesen dicken Eier hier, du. Straußeneier hier. Straußeneier, Alter. Glühend auf dem Rücken. Benzin schon, Mister? Eigentlich nicht. Doch, sieht so aus, ey. Wo ist denn der Kleine? So, erstmal ein paar Pillen, ey. Genau, ey. So, Muni? Nee, darf auch nicht haben. Ah, oh, das ist ein M16, Alter. Nicht schlecht. Das oh. Oh. Also 360 das Schuss, das ist zu wenig. Ja. Was machst du da jetzt? Aha. Hier rüber. Scheiße! Bin ja noch runtergefallen! Gefühle Krabbelei, ich bin doch hier nicht bei Super Mario, Alter. Super Mario. Dammte Axt, ey. Da ist das Schild. Blöde Sau. So. Oh ne. Jetzt komme ich hier nicht wieder hoch, ey. Wer ist so? Nee. Hat so kurze Beine. Keine langen Arme. Das ist wieder lang. Dunkel geworden. So. Hier lang. Ah, sowas. So. Zack. Da hinten bist du. So. Archer. Elektroschocker. Dranbleiben. Galle im Glas. Galle im Glas, Alter. Ich sehe gar nichts mehr. Hey, okay geworden, ne? Fast geschossen. Er hat Spaß, ne? Ich hab hier auch Spaß mit der Spaß, Alter. So, oh geil, eine Errungenschaft, Alter, geil. Gute Sache. Schutzraum haben die gerade. Da hab ich ihn gleich in die Fresse geballert. Ja klar, wir müssen hier rüber. Na Logo. Ey!
Gib mir Deckung, muss mich verarzten. Komm. Jetzt geht's mir gut. Ein Elektroschocker. Na nun komm, Alice, Mensch. Rockwell, kannst du schneller laufen, oder was? So. Pissbacke. Ja, da gehe ich auch mal einen Zack Wasser an die Wand klatschen, ne? Wenn es gerade so schön regnet. Was meinst du? Ich muss hier kurz Bier wegbringen. Ja, meine lieben Freunde, so viel Zeit muss sein, ich muss auch Bier wegbringen. Damit wir wieder frisch tanken können. Bescheid, ne? Inaktiv, hör auf, hier rumzulabern. Bin ich inaktiv, Alter. Bist du im Arsch oder was? So, jetzt nehme ich aber nicht hier den Defibrillator. Den hier haben erstmal. So. Erstmal eine Binde anlegen hier. So, jetzt geht's gut. So, dann mal wieder den Defi. Eine Darmbinde. Genau, ja. Aber du lässt uns auch so. Deine Werbung gesehen. Die hat sich letztens mal gekauft. Da kannst du in die Hosen pischi machen, du. Das verwandelt sich in Gel. Richtig pischi machen unterwegs. Habe ich schon erzählt, wie mein Kumpel Keith und ich auf einem brennenden Haus waren und wir uns durch 5 Etagen voller Zombies kämpfen mussten? Wir... Moment mal, das war ja mit euch. Scheiße, ja, das muss ich nicht sehen. Das war ja mit euch, Alter. Jetzt keine Zeit, Alice. Okay. Oh Gott, was hat der für Stoff genommen? Der hat den schwarzen Marokkaner geraucht. Direkt aus Marokko, Alter. So, warum? Sie lagen hier raus oder was? Ja. Warum nehmen die keine Verbandskasten mit? Haben wir hier keine mehr? Nö. Nee, ich glaub nicht. Einen habe ich, glaube ich, genommen. Das Wasser steigt schnell. Oh, hier ist auch nicht was los, Alter. Wir können über die Dächer. Ja. Geil, jetzt geht's über die Dächer hier, Alter. Ja, wunderbar, läuft dann. Ich höre einen Hunter. Ja, super. So. Ich erkenne dich.
Habt ihr oder was? Mr. Bitch. Oh, ich hab ne Kette. Am Auto. Genau hier unten. Einfach mal zur Säge. Ja. Ist schon so erbärmlich weint, ey. Meine eierne Hose. Lade nach! Ich glaube, wir müssen hier durch. Hier ist ein Jockey. Lade nach. Ich lade nach. Schutzraum, jo. Ich glaube, das war's noch nicht. Danach kommt noch ein Kapitel. Hey, rein jetzt! Kommen die mal. Oh, das geht so dermaßen ab. Ja, Flucht aus der Stadt kommt jetzt. Also ich brauche kein Medipack, also könnt ihr noch verarzten damit? Noch eins mitnehmen? Sind das jetzt Brandmunition? Hast du dich schon verarztet? Kannst du genau, ja. Nur Sport. Oh ja. Nimmst du das noch mit, was da liegt? Genau. Ja, nee, also ich brauche nichts. Was ist hier? Gar nichts. Bürgertankschild ein, um das Bootsignal zu geben. Okay. Na, dann mal los. Mal los, ja. Hau ab, du dumme Scheißfliege, bin ich schon scheiße oder was? Licht eine Bratpfanne.
dreht sich da oben. Sie kommen. Geil. Ja, lass sie ruhig kommen. Solange ich meine Kettensäge habe, bin ich nicht sicher. Oha. Charger. Das war ein Joker. Komm her, du Arschstück, Mistsau, du. Oh. Charger hier oder was? Ich bin in Sicherheit. So, hier geht's nicht durch. Kommst du? Der Charger ist unter mir. Ich komme hier nicht weg. Jetzt aber. Neue Muni holen hier. Munition hier. Noch ein Charger oder was? Hier sind Gewehre. Ich brauch kein Gewehr. Ich brauch das Spiel für die Kettensäge. Oha. Wo müssen wir jetzt hier lang? Hier hinten durch oder nicht? Da geht's nicht gut rüber. Weiß ich nicht, wir müssen warten, bis es Butter ist. Ach so. So, wo soll das denn kommen, sag mal? Ach, wieder das Boot, mit dem wir hierher gekommen sind, ja. Da kommt ein Charger. Ey. Der macht mir gerade die Kettensäge aus. So, ja. Bin hier unten noch wieder Muni. Aber jetzt muss ich mich auch mal verarzten, also anders geht's. Halt, Leute, muss mich verarzten. Da zahle ich am Benzin, kann das doch nicht. Jawoll, noch eine. Rettungsboot ist da. Wunderbar, dann müssen wir jetzt groß lassen. Ist doch gar nicht durch, oder? Doch. Dauert. Ja, das dauert, wenn man hier nicht durch ist. Oh nee, Alter. Die Tür auf hier! Verdammt. Ja. Was kann man jetzt nicht machen? Jawoll. Lange gedauert. Nice.
Dieser blöde Schipperkahn, Alter. Langlappen? Langlappen. Langlappen, Alter. Irgendwie so, ja. Ach ne, der Rundschiff wird ja richtig dick. Wellenbrecher. Ja, der Nick, der musst du dran glauben, ne? Hard Rain. War aber nice, ja. Mhm. Das war eine ganz schön lange Folge. Ja, bin ich mal gespannt, wie die nächste wird. Ja, da kommt noch geiler Content. Das ist ja noch nicht mal die Hälfte durch. Ja, also da hätte schon längst ein dritter Teil da sein müssen. Das ist ja schon 8 Jahre. Das kann ich mir wirklich nicht nachvollziehen. So ein geiles Spiel und dann kein dritter Teil. Aber da kommt jetzt bald, gar nicht nur auf Xbox, State of Decay, auch für Windows 10. Aber das heißt bald, ist nächstes Jahr im Frühling. Ersten Teil habe ich auf Xbox. Bestimmt auch im Multiplayer. Dann kommt jetzt noch Crackdown 3. Auch geil. Auch zum ersten Mal auf dem Windows-PC. Crackdown. Aber die vorigen Teile waren alle indiziert, aber. Der ist jetzt wohl egal. Also wie geht's auf vor? Ja, meine lieben Freunde, das war. Das war. Die Sturmflut, ne? Ja. Ja. Sturmflut. Genau. Ja. Euer Robin Hood ist raus. Hatte meinen Spaß, ich hier hoffentlich auch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Na klar. Alter, die Zeit läuft, ja. Das ist schon 1 Uhr, verdammte Kacke, Alter. Ja, hast du gut erkannt. Gut erkannt? Ja, könntest du ein Fuchs sein. Das heißt was? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.